Nachdem vor 2 oder 3 Tagen, am Mittwoch war es, Mittwoch war's, ja, schon Piet Heinz, der große Piet Heinz, gegen Heiko eine große Schelle in die Elder Scrolls Legends erhalten hat, sind jetzt die Gwent-Entwickler bei uns im Studio, namentlich Carol. Yep. Und wir spielen eine Runde Gwent, Heiko. ja, wie viel Gwent hast du denn schon gespielt? Also ich habe es auf der E3 einmal gespielt, mhm, da habe ich auch einen Artikel ja drüber geschrieben. Und ich habe es natürlich in Witcher 3 rauf und runter geschrieben. Ja, genau. Alles, was ich, was man sammeln kann, muss ich halt mitnehmen. Da kenne ich nichts. Ja, natürlich. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Du spielst es wahrscheinlich ja regelmäßig. Ja, jeden Tag in die Arbeit. Okay. Viel Spaß. Dann erwarten wir natürlich einen sehr, sehr, sehr spannenden Kampf. Ja, ich habe es nur einmal ganz kurz auf E3 ja auch anspielen können. Das heißt, ich bin sehr gespannt auf die Unterschiede, die Verbesserungen im Gameplay, die jetzt in dem Standalone zu sehen sind. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal das Spiel. Ja. Es ist jetzt mehr PvP geeignet als die Version, die wir in den Witcher 3 hatten. Alles klar. Die Regeln sind dieselben. Die Regeln sind dieselben, aber es gibt schon... Die Karten waren ein bisschen verändert, sodass es mehr Sinn im PvP-Modus macht. Ja. Okay. Ja, genau. Startet doch einfach mal und dann erklärt er auch einfach ein bisschen, was er so macht. Mhm. Genau. Wenn ich eine Frage habe, rede ich dazwischen. Vielleicht kurz zu erklären. Man sieht auf dem Bildschirm jetzt hier mein Spiel. Genau, man sieht Heiko, genau, so hier. Ja. Und hier gibt es quasi vorgefertigte Decks jetzt zu Messezwecken wahrscheinlich, ne, Karol? Genau. Und ich habe schon im Hauptspiel am liebsten mit den nördlichen Königreichen gespielt. Sind populär auf jeden Fall. Genau. Ja. Und die nehme ich jetzt eben auch. Die vorgefertigten Decks sind übrigens absichtlich, weil sie wussten, dass du sonst stundenlang verbringen würdest, um das optimale Deck zu haben. Nein, diese Möglichkeit wollte man dir diesmal nicht geben. Genau. wie man jetzt hier aus dem Hauptspiel kennt, kann ich mir jetzt einfach tatsächlich aussuchen, was ich nehme. Und man sieht hier tatsächlich sehr, sehr viele, ja, schon neue Karten. Und es auch übrigens, neue Fähigkeiten. Übrigens muss man auch sagen, allein schon die Möglichkeit, dass man jetzt im Versus-Modus gegeneinander spielen kann, ist ja eine der Neuerungen vom Standalone-Gwent. Ja. Und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Fähigkeiten hier alle machen. Oh, aber ist eine Menge drin. Audrin hat einen Kater zum Beispiel. Ja, ja. Das bedeutet, er wandert durch die Spielereien. Also ist jede Runde wechselt er die Spielereihe. Okay. Und so dass das heißt zum Beispiel die Wettereffekte nicht jedes Mal auf ihn wirken. Ah, okay. Hm. Okay. Ja, los geht's. Das ist natürlich. So, ich sag mal. Du beginnst. Das ist aber nett von dir. Genau. Ich werde, glaube ich, jetzt klassisch erstmal anfangen mit einem Spion. Mhm. Die sind jetzt auch ein bisschen anders gemacht, ne? Das weißt du wahrscheinlich schon. Ja, jetzt kannst genau. du einer von 2 Karten wählen. Ah. Genau. Und, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich eine unbekannte Karte nehme. Also eine wird aufgedeckt, eine ist verdeckt. Und da ich jetzt hier natürlich eine Heldenkarte gezogen habe, wäre ich natürlich schön blöd, jetzt Risiko einzugehen, sondern jetzt nehme ich natürlich den Helden. Und man sieht auch hier, dass die Helden jetzt auch Spezialfähigkeiten, dass es auch unterschiedliche Heldenvarianten gibt. Mhm. Genau, jetzt bin ich dran. So. Achso, während ihr eure Pläne macht, stelle ich mal die erste Frage aus dem Plenum. Und zwar geht es um Systeme. Wir haben 2 Fragen. Einmal, kommt Gwent auch für Nintendo NX? Und ist eine Linux- und Mac-Version geplant? Könnt ihr was sagen zu weiteren Versionen? Das Spiel wird auf jeden Fall erstmal auf PC und Xbox One gebracht. Mhm. Später auch für die PS4. Mhm. Dann sehen wir mal. Dann schauen wir weiter. Wenn es gefällt, dann wer weiß. Hier. Meine Lieblingskarte. Die Kuh. Die Kuh. Kannst du mal auf die Karte ja, und jetzt ja. Rechten Trigger drücken? Können die Gäste, die Leute jetzt sehen, was die Karte macht. Ja. Ja, das heißt, sobald ich die entferne, ist stattdessen dann eine Stärke deutlich Oder stärker. Oder auch nächstes, wenn die nächste Runde anfängt, dann kriege ich auch ein paar Punkte. Das ist aber gemein. Genau. Es gibt jetzt auch, also ihr habt. Wie viele Karten sind überhaupt noch Karten aus dem Hauptspiel drin oder aus ja, manche sind immer noch drin, zum Beispiel die ein bisschen links. Nee, nicht diese, sondern die links von dir. Entschuldigung. Ja. Das ist glaube ich auch das erste Mal, dass wir jetzt die deutsche Version spielen, ne? Ja, stimmt. Okay, und das spiele ich jetzt bei dir aus. Ja.
Aber du bekommst eine gelösene Karte. Ach, also das probiere ich doch jetzt mal random. Aus, das mache ich. Die kommt random, also es kann alles sein. Okay. Und random ist es das. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt natürlich keine Karten drin habe. Aber ich spiele es jetzt mal unten aus, weil ich ja einige Belagerungseinheiten habe. Ist auch eine gute Idee. So. Ich spiele einer von denen aus. Genau. Also das wirkt schon deutlich komplexer. Oh ja. Ich komme ein bisschen mit, aber ich. Es gibt diese, vor allem diese neuen Fähigkeiten, die Karten beim Ausspielen auslösen, sind nochmal so ein zusätzlicher Faktor, denke ich mal. Ne? Kannst du ungefähr sagen, wie viele Karten am Anfang so dabei sein werden? Das circa? Verändert sich die ganze Zeit. Jetzt sind es hunderte und hunderte von Karten. Man sieht es im Übrigen auch, ich habe jetzt wieder eine Karte bei ihm ausgespielt, weil ich bin jetzt eh relativ weit hinten dran mit den, mit den Punkten. Und machst dein Deck jetzt voll und gibst ihm wahrscheinlich den Sieg. Hey. Ja, das weiß man noch nicht, ne? Aber es ist ja hier Best of Three und dadurch ist das ein großer Unterschied zu den anderen Trading-Card-Spielen. Hier kommt es auch viel aufs Bluffen an. Ja. Genau. Also die 10 Karten, die du kriegst am Anfang, das sind deine Karten für das ganze Spiel. Du kriegst nicht mehrere, außer die Karten, die du von Spionen kriegst. Das ist übrigens auch das, was ich an Gwent mit am interessantesten finde, halt dieses den Gegner zu etwas bringen, indem man eben so tut, als würde man etwas tun. Ja, man muss bleiben. Das ist ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen wie Poker manchmal. Mhm. Du kannst sehen, genau wie viele Karten dein Gegner hat, ja? Aber du weißt nicht, was für Karten das sind. Es könnte auch sein, dass am Ende kommt ein Scorch zum Beispiel. Du hast 250 Punkte, aber am Ende kommt ein Scorch und du verlierst und dann ist die alles Hälfte verloren, zum Beispiel. Ja. Und ja, also das ist tatsächlich ganz interessant. Jetzt war es natürlich blöd für mich, dass ich jetzt wieder zwei Karten gezogen habe, die eben beide das Horn haben, schon in der Reihe, wo auch schon das Horn ist. Das war jetzt ein bisschen Pechsache. Naja, ist auch ein bisschen Glück in dem Spiel, muss man ein bisschen Glück haben. Das auf wie jeden Fall. Wie es bei Trading Cards eben auch so üblich ist. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, was auszuspielen, weil ich bin jetzt schon relativ weit hinten, aber ich werde jetzt trotzdem nochmal einen Spion spielen, weil ich brauche einfach bessere Karten für die nächsten Runden. Ja. Wir haben wieder eine Frage aus dem Chat und zwar, kann man die Karten mit dem Hauptspiel von Witcher 3 synchronisieren? Kann man die Karten mit dem Hauptspiel synchronisieren? Nicht, dass ich wüsste, oder? Nee. Das also ist ein komplett neues Spiel. Komplett neues Spiel. Dann noch eine Frage, kann man die Karten für das Deck frei auswählen oder sind die wie in The Witcher fraktionsgebunden beim Zusammenstellen der Decks? Kann man die Karten frei auswählen für sein Deck oder sind sie wie in The Witcher 3 fraktionsgebunden? Also, wir haben ein bisschen von beides. Also wir haben einen Deckbuilder gemacht, zu jedem Deck kannst du Karten von die Fraktion nehmen. Wir haben auch neutrale Karten. Also ist eine Mischung von beides. Also im Grunde genommen wie in The Witcher 3 eben Ich würde vielleicht sagen, ähnlich. Spiel mal, Heiko, und ich gebe die Frage weiter. Achso, du bist dran. Ja. Achso. Ja, dann habe ich, dann tut es mir leid. Genau. Nur damit wir hier wenigstens mal eine Runde durchkriegen in der Zeit. Ich werde jetzt tatsächlich auch diese Runde aufgeben, weil es für mich tatsächlich keinen Sinn ergibt, diese Partie jetzt weiter zu verfolgen. Ja. Und ich folge nach dir. Mach dasselbe. Das wäre ja auch jetzt sinnlos, noch eine Karte zu spielen. Ja, wahrscheinlich. Das Beste am Scoia'tael, die haben Karten, die für ein paar Runden bleiben. Ja? Achso, die drei Zwerge bleiben. Ja, und zwar gleich so viele. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Jetzt muss ich ein bisschen was tun. Und hier haben wir zum Beispiel eine Karte mit einer komplett neuen Spezialfähigkeit. Oh, genau. Die setzt ihn jetzt unter Druck. Die muss er möglichst schnell vom Bord kriegen, weil in zwei Runden wird sie dann wenn halt du vor die Karte, wie heißt das nochmal im Moment, ein Horn benutzt, ja, dann macht es mehr Sinn. Dann gerade kriegt 12, Stärke von 12. Und in die nächste Runde wird es so eine goldene Karte. Also ich kann sie nicht anfassen, nicht mehr. Ich kann sie nicht zerstören. Ich hätte gesagt, das war deine Strategie in die erste Runde. Also ja. Aber du bist, glaube ich, dran, oder? Genau. Bin ich? Ja, das ist meine Runde. Sorry, Entschuldigung. Da machen wir. Es ist Regis. Die kennen wir von Blood & Wine. Und aus den Büchern auch. So, jetzt bist wieder du dran. Jo, jetzt bin ich wieder dran. Da machen wir... Vielleicht mal kurz ein bisschen Pep-Talk zwischendrin. Ja. Jaw Official schreibt, find's so geil, dass das als eigenes Spiel umgesetzt wird von CD Projekt.
Bitte sagt ihm im Namen aller Witcher-Fans ein dickes Dankeschön. Wir sollen euch ein dickes Dankeschön von euren Fans sagen. Danke sehr euch. Cool, dass ihr da noch ein Stand habt. Wenn es nicht für euch es wäre, wären wir nicht da und nicht hier, meine Gamescom. Danke. So, ich setze jetzt auch nochmal meine Spezialkarte ein, weil ich muss jetzt einfach Druck ausbauen. Aber ich hatte jetzt gar keine neutrale Karte drin, oder? Die wäre eine neutrale Karte, aber ich glaube, die ist jetzt Gold, also... Ah, okay, also ist jetzt ein Held. Ja. Ah, stimmt, steht ja daneben, genau. Ja. Ah, leider. Hast du das lange schon nicht gespielt, oder? Nee, jetzt war tatsächlich, das war jetzt ein Fehler. Das ist mein Vorteil. Ja. Das war jetzt tatsächlich kompletter Quatsch, was ich gemacht habe. Die Karte, die ich gespielt habe, die ganz... die ist echt interessant. Rechts, 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 noch ein bisschen. Sorry, das ist so... Regis, den kennen wir, dann ein bisschen zurück, bitte. So, oben und rechts jetzt. Oh, diese. Weil jedes Mal, dass eine Spezialkarte gespielt wird, kriegt sie +2 zu starke. Ja? Aha. Also jetzt werde ich ein paar spezielle Karten spielen, sodass die stärker und stärker wird. Also es ist scheinbar vor allem so das Kombinationsspiel zwischen den Karten, was deutlich verstärkt wurde, dass man halt in einer bestimmten Reihenfolge Karten spielen muss und sich dann noch echt Boni dazu verdienen kann. Ja. Und ich habe tatsächlich, muss ich sagen, auch keine Ahnung, das ist jetzt natürlich super stark. Und mein Problem ist, dass ich da jetzt relativ wenig gegen machen kann. Was hast du, ist das da nicht Nebel? Nee, das ist... Nee, ist leider kein Nebel, das ist leider nur schönes Wetter. Das nutzt mir genau gar nichts gerade. Schade, sonst hättest du natürlich was machen können jetzt. Ja. So. Pavel95TV würde gerne wissen... Fragt ihn mal bitte, wie der Singleplayer aussehen wird. Angeblich soll man ja Geralt steuern können mit Quests und so. Genau. Was werdet ihr beim Singleplayer machen? Ich habe ja schon gesehen, man kann ja auch Geralt steuern und es wird richtig Quests und eine Geschichte geben. Also ne? dasselbe Team, das die Story von The Witcher 3 gemacht hat, wird auch einen Story-Mode für das Gwent-Spiel machen. Also wir haben so einen Plan dafür. Ist noch nicht fertig, kommt noch nicht in die geschlossene Beta, aber kommt in das fertige Spiel auf jeden Fall. Also da gibt es dann richtig eine Weltkarte, du kannst dich auch bewegen, zwischen Orten hin und her reisen, Dialoge, das ist der Plan, ja. Entscheidungen. Ja, das ist, denke ich mal, auch, oder war für mich eine der großen Freuden eigentlich, weil damit hat man so ein bisschen das Gefühl, es geht noch weiter mit dem Witcher, auch wenn man jetzt nicht mehr im Rollenspiel erlebt, man hat so ein bisschen das Gefühl, Geralt lebt weiter. Darüber kann ich nicht so viel erzählen. Ich weiß auch die Details, die alle Details auch nicht. Also, Du bist dran, Pläne, das zu aber ich habe schon quasi so gut wie verloren hier. Ich glaube schon, aber ich kann eigentlich nichts mehr machen. Weil, ich habe einen blöden Fehler gemacht. Hey. Roach ist da. Ja, Plätze. weil das, wenn man die Karte im Deck hat und einen Held ausgespielt wird, erscheint Plätze automatisch auf dem Schlachtfeld. Das ist halt tatsächlich das, was ich persönlich auf meinem CD-Projekt mag, ist auch ein bisschen diese Selbstironie. Ne, man sieht jetzt auf der Karte, wird halt quasi einen Bug aus dem Witcher 3 ein bisschen auf die Schippe genommen. Plötzlich steht eben Plätze auf dem Dach. Ja, wir mögen Roach, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist auch, glaube ich, mit der beliebteste Charakter in Witcher 3. Oh ja. Hat seine eigene Webserie, habe ich auch gesehen. Ja, und dann dieses Video, was ihr auch gemacht habt, wo ihr das auch so ein bisschen auf den Arm genommen habt und so. Ja, einfach cool. Ein unglaublich... Die war sehr populär in unserem Studio. Ja. Unglaublicher Kult um dieses Pferd entstanden einfach. Nein, du. Ja, Heiko, was machen wir da? Hast du nicht irgendwie noch einen Ass im Ärmel? Ein, zwei Optionen habe ich noch, aber es wird, ich vermute, ich kann nicht mehr allzu viel machen. Aber ich spiele es jetzt einfach durch. Guck mal. Und jedes Mal eine Spezialkarte, die ich an der Spezialkarte benutze, der da, ne, kriegt mehr und mehr Punkte. Und der steht jetzt schon bei 36. Ne? Das ist schon ganz schön amtlich jetzt. Und das ist eben jetzt aber auch ein Unterschied zu anderen Trading Card Games, wie zum Beispiel Hearthstone, wo jetzt ja jederzeit du noch eine neue Karte ziehen könntest, die dich auf einmal rettet. Jetzt aber muss ich mit dem auskommen, was ich habe. Ne? Ich habe einen Fehler gemacht, er hat gut gespielt und macht mich jetzt komplett nass. Okay, es könnte jedes Weg gehen. Also du hast noch Geralt. Ich habe jetzt noch Geralt. Und der ich ist muss jetzt echt spielen, stark, aber jetzt noch nicht. Ich kann jetzt das Wetter gar nicht ausspielen. Okay. Kann man das nicht mehr ausspielen, wenn... Doch, kann ich schon. Ich war nur gerade nicht dran. Es ist ein bisschen schwierig, dem hier zu folgen. Ich spiele jetzt die Karte aus, weil jetzt ist er egal, weil ich hoffe natürlich noch, dass er jetzt vielleicht eher noch was ausspielen muss und dadurch was in der Nahkampfreihe stärkt, sodass mein Geralt im nächsten Zug mehr Schaden macht.
bitte, bitte, hass mich nicht, okay? Aber das passt schon. Ich kann es nicht anders machen. Was? Bei Roach. Aber warum? Was hast du jetzt gespielt gerade? Die Einheit zerstört die stärkste Einheit an die gegnerische Seite, wenn die Punktezahl mindestens 15 ist. Genau, kennen wir ja auch als tatsächlich diese Spezialfähigkeit. Gemein hier an dem ist aber, dass du sie in zwei unterschiedlichen Reihen ausspielen kannst. Genau. Und gibt es noch eine, die du auch in zwei unterschiedlichen Reihen spielen kannst. Genau. Kann man hier vielleicht nochmal sagen, man sieht ja auch, ihr habt jetzt auch unterschiedliche Seltenheitsstufen. Mhm. Ne? Das ist jetzt eine seltene Karte. Genau. Das ist auch die Idee. Also das sollte ein Sammelkartenspiel sein. Genau, und das ist auch ein legendärer Held. Ja, genau. Genau. Kannst du schon was sagen, wie die Kartenpakete aussehen werden? Naja, ich weiß noch nicht so viel. Ja, wir sind immer noch im Beta-Stand. Also mal sehen, wie wir das verarbeiten werden. Also auf jeden Fall wollen wir unsere Fans so eine Glauben geben, dass wir das Geld von denen nicht zurückziehen würden. Ja. Sorry, mein Deutsch ist vielleicht nicht so gut, um das zu sagen. Kein Problem, ist alles gut, alles super, ich verstehe dich gut. Wir haben schon eine Reputation gemacht, dass wir geben viel aus für die Fans, dass die fühlen, dass sie was Spezielles von uns bekommen. Also keine Sorge, das wird alles gut behandelt von uns, würde ich sagen. Okay, kannst du ein bisschen was zum Umfang der Solo-Kampagne sagen? Nee, leider bin ich nicht die richtige Person, um die Frage zu stellen. Ja. Die habe ich eigentlich noch nicht gespielt, deswegen. Aha. Ja, also unsere besten Schreiber, die besten Writer, die arbeiten immer noch an der Kampagne. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr da Infos habt, dann kommt ihr irgendwie nochmal vorbei oder so. Dann quatschen wir nochmal über den. Wir sind doch Freunde mit GameStar, oder? Dann quatschen wir einfach über den Solo-Part nochmal, weil der würde mich ja auch sehr interessieren. Wenn die fertig ist, ja, auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für zwei, drei Fragen. Hast du noch was? Ja, ich habe eine Frage von Isomaris. Hat Andrei Sapkowski Gwent schon mal zu Gesicht gekriegt? Wenn ja, was hält er davon? Hat der Herr Sapkowski, der Autor von Der Hexer, hat er das Spiel schon mal zu Gesicht bekommen, das neue, das Gwent? Oh, das ist auch eine gute Frage. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Aha. Also, vielleicht. Ja. Wirklich, ihr seid ja recht eng in Kontakt mit ihm. Ne? Ja. Wir müssen vielleicht wir schon langsam fast zu unserem Endpart kommen, nämlich wo du den Jenga-Turm. Okay. Ein Steinchen aus unserem Turm ziehen musst. Na klar. Oder kannst, oder wir bitten dich darum. Ja, ich glaube, ich habe schon einen gesehen. Du hast schon einen gesehen, den du entfernen möchtest. Aber ich glaube, Moment mal. Die oberen, nicht schummeln. Die oberen gehen nicht, oder? Die oberen sind ja schon unterschrieben. Er muss eine... Da muss ich dir leider sagen, du musst eine von den unteren... Hier. Ja. Es ist auch ein bisschen Profi hier. Oh, Alter. Man sieht schon die Technik, dass... Das wird knapp. Man sieht, da hat er... Die Technik war nicht schlecht. Haben wir. Spielst du das? Moment. Unterschreiben. Nein. Klar. Und das geht dann raus am Ende an unsere Zuschauer tatsächlich. Spielst du das öfter in deiner Freizeit, Jenga? Nee. Erstes Mal in meinem Leben. Echt? Naturtalent quasi. Du wirktest sehr, sehr professionell, deswegen. Ich hab schon gespielt. Haben wir. Ja, cool, Heiko. Schade, diesmal hat es nicht geklappt. Nicht so wirklich. Aber das ist vielleicht ganz gut, damit andere Entwickler auch noch zu uns ins Studio kommen. Ja. Und nicht immer von Heiko eine Klatsche kassieren. Ja, gerne. Nächstes Mal würde ich sagen, vielleicht mal mit dem Solo-Part dann. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier haben gehabt hatte. Und hier geht's weiter mit... Indies der Gamescom, da ist das der Sandro. Super. Der Sandro Odak ist, glaube ich, hier. Genau, Sandro Odak und auch, ich glaube, kommt doch Johannes kommt noch. Johannes auch genau. Noch, ja. Ja, das wird mich auch mal interessieren, weil da habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Also auf jeden Fall dranbleiben. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Bis gleich. Macht's gut, ciao. Ciao.